Herzlich willkommen. Heute geht es weiter in der Serie Kollagen. Ich möchte heute über chronische Entzündungen und unser Immunsystem sprechen in Bezug auf Kollagen. Ich erlebe immer wieder in meiner Praxis, wie gesundheitliche Probleme unerkannterweise vom Kollagen und Bindegewebe beeinflusst und verursacht wird. Schauen wir uns mal das Kollagen in Bezug auf unser Immunsystem an und in Bezug auf chronische Entzündungen. Also eines steht fest, wir verdanken unserem Immunsystem unser Überleben. Ich habe mal einen Ball hochgeworfen. Ich möchte immer alles wirklich auch verstehen. Ja, also vor 3,5 Milliarden Jahren entwickelte sich das Leben auf der Erde. Und doch erst seit 6 Millionen Jahren begann allmählich die Entwicklung des Menschen, unseres Vorläufers. Wie viel Millionen Menschen hat es gebraucht, um dich hervorzubringen? Du bist im Moment das Ende der Kette, oder wenn du Kinder hast oder Enkelkinder, hast du schon 2 Glieder in deiner Kette weiter. Ja, es gab aber auch Veränderungen und wechselnde Umwelteinflüsse und die zwangen dann die Frühmenschen, sich immer weiter anzupassen. Und das sehen wir auch in unserem Immunsystem. Und vor etwa 2 Millionen Jahren betrat in Afrika die frühe Form des Menschen die Bühne des Lebens. So jedenfalls im Moment unsere Theorie. Also dieser Mensch konnte mit dem Feuer umgehen und entwickelte ausgefeilte Werkzeugtechniken. Und seit dieser Zeit schützt das Immunsystem diesen Menschen und heute tun wir so, als hätte unser Immunsystem diese Fähigkeiten alle verloren. Wir vertrauen nicht mehr auf unser Immunsystem oder tun alles, um unser Immunsystem zu schwächen. Okay, das ist eine Geschichte. Es ist so, dass wir permanent kommen wir mit Bakterien, Viren und Pilzen in Berührung und auch eine ganz große Zahl lebt in uns und auf uns. Es wimmelt von Bakterien und Viren, die sich größtenteils um unsere Gesundheit kümmern. Im Darm nennt man die große, große Familie Symbiont. Und natürlich sind nicht alle freundlich und müssen ebenso wie Parasiten abgewehrt werden, ganz klar. Und hinzu kommen natürlich viele Schadstoffe, ja, vor allen Dingen auch Schwermetalle, die wir täglich einatmen oder durch Berührung aufnehmen, die über unsere Nahrung und Wasser und Chemikalien und Medikamente in unseren Körper gelangen. Keine Frage, unser Körper ist extremst belastet mit all diesen Dingen. Und auch in unserem Körper, und das dürfen wir auch sehen, entstehen permanent Substanzen, die das Immunsystem dann unschädlich machen muss oder entsorgen muss, wie zum Beispiel Zellschutt oder entartete Zellen oder ganz natürlich im Verlauf der Stoffwechselprozesse entstehender Müll, muss alles entsorgt werden. Aber von was reden wir? Wenn wir von unserem Universum reden, von unserem Körper reden, dann haben wir nicht wirklich ein Bild davon, was das bedeutet. Ich habe den Ball mal hochgeworfen und ich bin mal in das Forschen gegangen. Wenn wir also von einem 70 Kilogramm schweren Mann, der immer so als Durchschnitt genommen, nehmen, dann haben wir Zellen 10 hoch 13. Das bedeutet, ungefähr 30 Billionen menschliche Zellen oder mehr und circa 39 Billionen Bakterien. Also viele Menschen mögen das gar nicht so gerne hören, dass sie eigentlich aus der Hälfte Bakterien bestehen. Das Verhältnis ist 1:1. Nur wir nennen diese Zahlen, und manchmal muss ich die runterrechnen, um ein Gefühl für eine Zahl zu bekommen. Also 39 Billionen, was ist das? Eine Billion sind 1000 Milliarden. Und eine Milliarde, das ist 10 hoch 9, also dieses 10 hoch 9 bedeutet immer 9 Nullen. Eine Milliarde sind 1000 Millionen. Also wir kennen Milliardäre, wir kennen Millionäre, ja.
Und 1 Million sind 999.000 plus einmal 1.000. Also das Verhältnis, was wir im Körper haben, ist von meinem Verstand nicht unbedingt begreifbar. Doch das Immunsystem muss sich um das Unbegreifliche jeden Tag kümmern. Es sind zahllose unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen, die unser ausgeklügeltes Schutzsystem unaufhörlich jeden Tag erfüllen muss. Und das kann manchmal ein Vielfrontenkrieg sein, die auch unsere Körperabwehr erschöpfen und die Immunleistung geht in dem einen oder anderen Bereich manchmal auch zurück. Das Immunsystem muss außerdem zwischen fremden Substanzen und körpereigenem Material unterscheiden. Das ist ganz wichtig. Und das ist nicht immer der Fall. Das wissen wir ja bei Autoimmunerkrankungen. Und da gelingt es dem Immunsystem nicht mehr optimal zu unterscheiden. Und die Immunabwehr greift dann auch Zellen, Gewebe und Organe an, die eigentlich durch sie geschützt werden sollten. Deshalb sollten wir immer auf ein gesundes, ausgeglichenes, leistungsfähiges Immunsystem achten, damit es optimal reagieren kann oder beziehungsweise alles vermeidet, was ihm schadet. Einem intakten Immunsystem gehört natürlich ein intakter Darm. Deshalb fängt es immer im Darm an, denn dort befindet sich rund 70% aller Abwehrzellen, die wir haben. Und deshalb ein gesunder Darm, ein gesundes Immunsystem. Und wie gesagt, der Symbiont mit der ganzen Bakterienfamilie ist maßgeblich daran beteiligt. Ja, in der Medizin gibt es dafür, für diesen Teil des Immunsystems, einen Ausdruck, der ein Kürzel eines englischen Namens ist, und zwar GALT. Das ist das im Darm assoziierte Immunsystem und auch lymphatische Gewebe. Es lohnt sich, kurz über GALT zu sprechen. Also GALT befindet sich in unserer Darmschleimhaut und es kann also nur so gut funktionieren, wie deine Darmschleimhaut es zulässt. Wir haben Ernährungsfehler, wir haben Erkrankungen, Medikamente, Schadstoffe, wir haben Stress, beeinträchtigt die Darmflora, beeinträchtigt das GALT und das kann zu einer Fehlbesiedelung im Darm führen und es schädigt dann die Darmschleimhaut und wir verlieren mit der Zeit unsere gesund erhaltende Kraft. Und dann entsteht irgendwann vielleicht schlussendlich dieser krankhafte, durchlässige Darm, also Leaky Gut genannt. GALT ist so ein geniales System, das zum Beispiel Abwehrzellen und gegen Schädlinge produziert, aber gleichzeitig Nährstoffe und die gesunde Darmflora im Darm toleriert, also die ganzen Darmbakterien. Es muss also sehr, sehr intelligent zwischen Freund und Feind unterscheiden. Und jetzt kommt Kollagen ins Spiel. Kollagen baut die Darmschleimhaut. Deshalb gehört für mich heute zu einer Darmkur nicht nur, dass Darmflora wieder angesiedelt wird, schädliche Darmflora ausgeleitet wird, sondern auch, dass der Darm mit Kollagen aufgebaut wird. Fehlt nämlich Kollagen, sinkt die Stabilität und die Funktionstüchtigkeit der Darmschleimhaut, was sich dann natürlich auf unsere Immunabwehr auswirkt. Also kurz gesagt, alles, was den Darm stärkt, nützt auch dem Immunsystem. Ja. Und deshalb, man hat ja mal den Spruch gehört, Hühnersuppe ist nicht nur für die Seele gut, bei Halsweh, Schnupfen und Grippe, sondern auch natürlich für unseren Darm. Und hier kommt einfach das Kollagen ins Spiel, das wir gewinnen können aus zum Beispiel Hühnerknorpel oder aus Rinderknochen und so weiter. Hier geht es maßgeblich um die Aminosäuren Glycin, Prolin und Glutamin. Ich werde diese Aminosäuren separat besprechen. Aber sind nicht alleine diese drei Proteine. Aber die Forschung hat gezeigt, dass diese drei Aminosäuren sehr gut wirken, um Entzündungen zu bekämpfen, und zwar in der Darmschleimhaut.
Sie reparieren die Zellen und sie regen die Produktion der Immunzellen an. Die Immunzelle kann so schneller und effektiver reagieren und Krankheiten abwehren. Und stärkt natürlich unseren gesamten Verdauungstrakt, ist also eine ganz ausgezeichnete Voraussetzung für unsere Gesundheit. Außer den drei Aminosäuren gibt es noch zwei weitere, die insbesondere immunstärkend wirken, und das ist Lysin und Arginin. Ich persönlich bin ein Experte inzwischen von Brühe kochen, das gehört zum Alltag und es wird in meiner Küche kaum Wasser verwendet, sondern alles mit einer dieser Brühen gekocht. Des Weiteren ist es so, dass immer wieder, also kann man sagen, jeden zweiten Tag für mich persönlich ein Proteinshake dazugehört. Ganz einfach, weil mein Körper aufgrund meines Alters in der Produktion nachgelassen hat und eben ein Spezialkollagen, das in klinischen Studien nachweisen konnte, dass es an seinen Platz, wo es hingehört, wo es der Darm oder die Gelenke brauchen, wirklich aufgebaut wird. Ja, also es gehören auch noch andere Nährstoffe dazu im körpereigenen Aufbau von Kollagen, Vitamine, Spurenelemente und so weiter, die werde ich separat besprechen. Wenn diese Information eine Hilfe für dich war, dann lasse mir ein Like da. Hinterlass auch gern einen Kommentar, wenn du Fragen hast oder eine Erfahrung teilen willst in diesem Bereich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Hier war die Lisa.